Bist du dir unsicher, ob du die Umsatzsteuer geltend machen kannst auf einer Rechnung, die du gerade bekommen hast? Wenn ja, dann ist das Video genau das Richtige für dich, denn wir schauen uns die Voraussetzungen für den Vorsteuerabzug mal genauer an. Hi, mein Name ist Melcher von der Kontist Steuerberatung und das deutsche Umsatzsteuersystem ist ja irgendwie nicht so ganz einfach. Und zwar gibt es zwei Arten von Umsatzsteuer. Erstmal vielleicht wichtig zu wissen, umgangssprachlich heißt sie Mehrwertsteuer. Das heißt, all das, was als Mehrwertsteuer ausgewiesen ist, ist im Steuerrecht die Umsatzsteuer. Und es gibt kein Mehrwertsteuergesetz, aber ein Umsatzsteuergesetz. Und du weißt auf deinen Rechnungen, du schreibst als Selbstständiger immer Umsatzsteuer aus. Das heißt, du kriegst ja von deinen Kunden einen Betrag, davon ist ein Teil Umsatzsteuer und ein Teil dein Nettobetrag, das heißt das Geld, was du bekommst. Auf der anderen Seite bekommst du ja von deinen Dienstleistern und Lieferanten und so weiter auch Rechnungen und auch auf diesen Rechnungen ist Umsatzsteuer ausgewiesen. Die Umsatzsteuer, die du bekommst von deinen Kunden, die musst du an das Finanzamt abführen. Du kannst aber die Umsatzsteuer, die du an deine Lieferanten und Dienstleister gezahlt hast, verrechnen. Du rechnest am Ende die Umsatzsteuer, die du bekommen hast, minus die Umsatzsteuer, die du an deine Lieferanten gezahlt hast. Und die Differenz, die überweist du im Rahmen der Umsatzsteuervorauszahlungen an das Finanzamt. Und wenn du mal in einem Quartal oder Monat oder auch Jahr mehr Umsatzsteuer an deine Dienstleister und Lieferanten gezahlt hast, als du selbst bekommen hast von deinen Kunden, dann bekommst du das Geld sogar vom Finanzamt wieder. Diese Umsatzsteuer, die du an deine Lieferanten und Dienstleister zahlst, heißt in diesem Zusammenhang übrigens Vorsteuer. Die große Frage jetzt, was sind die Voraussetzungen für den Vorsteuerabzug? Und damit du Vorsteuer geltend machen kannst, gibt es zwei, ja, ich würde mal sagen, Arten von Voraussetzungen. Und zwar musst du einige Voraussetzungen erfüllen, also du als Unternehmer oder Unternehmerin und einmal den Umsatz. Das heißt, die Rechnung, die dir geschickt wurde, die muss auch bestimmten Anforderungen genügen. Aber schauen wir doch erstmal die Voraussetzungen an, die du erfüllen musst. Und zwar musst du umsatzsteuerpflichtiger Unternehmer oder Unternehmerin sein. Das heißt, du musst auch der Regelbesteuerung unterliegen. Wenn du zum Beispiel die Kleinunternehmerregelung gewählt hast, dann kannst du die dir in Rechnung gestellte Umsatzsteuer leider nicht geltend machen, weil genau darauf hast du ja im Rahmen der Kleinunternehmerregelung verzichtet. Es gibt aber auch bestimmte Umsätze und Geschäftsmodelle, wo du quasi ja, zwangsläufig umsatzsteuerfreie Umsätze machst. Das sind zum Beispiel Versicherungsvertreter, aber auch viele Ärzte. Die führen umsatzsteuerfreie Leistungen aus. Das heißt, die müssen auf ihren Rechnungen nie Umsatzsteuer ausweisen. Das führt aber dazu, wenn ihre Einnahmen steuerfrei sind, dass sie auf der Ausgabenseite auch nicht die Umsatzsteuer geltend machen können. Wenn du solche Umsätze hast, dann kannst du auf der anderen Seite auch nicht die Vorsteuer geltend machen. Dummerweise gibt es allerdings ein paar steuerfreie Umsätze oder Umsätze, wo die Steuer nicht ausgewiesen werden muss, die aber nicht dazu führen, dass du keinen Vorsteuerabzug hast. Um dir einfach mal da ein Beispiel zu geben. Wenn du eine Beratungsleistung hast für ein Unternehmen in Österreich, dann hast du einen sogenannten Reverse Charge Umsatz. Was das Reverse Charge Verfahren ist, dazu habe ich schon mal ein vertiefendes Video aufgenommen, das verlinke ich dir oben rechts einmal, deswegen schau da gerne mal vorbei. Aber wenn du so einen Beratungsumsatz hast, dann schreibst du eine Rechnung ohne Umsatzsteuer. Das heißt, du weist keine Umsatzsteuer aus. Aber du darfst trotzdem bei den Rechnungen, die du bekommen hast, die Umsatzsteuer geltend machen. Du hast einen Umsatz, auf den du keine Umsatzsteuer ausweisen musst, aber trotzdem die Vorsteuer geltend machen kannst. Wenn du ausschließlich solche Umsätze hast, führt das in der Regel dazu, dass du tatsächlich regelmäßig Geld vom Finanzamt wiederbekommst und dann ist tatsächlich zum Beispiel die Kleinunternehmerregelung ein riesengroßer Fehler. Nachdem wir die Voraussetzungen angeschaut haben, die du als Unternehmer oder Unternehmerin erfüllen musst, schauen wir uns noch die Herausforderungen an, die deine Rechnungen erfüllen muss. Das heißt, wenn du eine Ausgabe hast und Umsatzsteuer geltend machen willst, dann hast du ja wahrscheinlich irgendeine Rechnung von deinem Dienstleister oder Lieferanten bekommen. Und da gibt es ein paar Fehler, die ich immer wieder sehe. Und den ersten Fehler, den ich immer wieder sehe, ist, es gibt irgendwie Privatpersonen, die gerne Umsatzsteuer ausweisen. Du kannst die Umsatzsteuer, die ausgewiesen wird, von Privatpersonen nicht geltend machen. Das heißt, der Umsatz, das heißt, der Dienstleister oder Lieferant muss ein Unternehmer sein, weil erst dann ist diese Person oder dieses Unternehmen auch berechtigt, Umsatzsteuer auszuweisen. Und dann darfst du diese Umsatzsteuer auch erst geltend machen. Der zweite Fehler, den ich auch regelmäßig sehe, wo es auch immer mal wieder zu Diskussionen mit Mandanten kommt, ist ausländische Umsatzsteuer. Du kannst in Deutschland in deiner deutschen Umsatzsteuervoranmeldung natürlich nur deutsche Umsatzsteuer geltend machen. Und ehrlicherweise, wenn man kurz darüber nachdenkt, ist das auch relativ logisch. Wenn du zum Beispiel eine Rechnung bekommst und da ist österreichische Umsatzsteuer ausgewiesen, dann hat der österreichische Staat ja das Geld bekommen. Das heißt, der österreichische Staat hat jetzt Umsatzsteuer eingenommen. Warum sollte dir der deutsche Staat dafür jetzt eine Steuergutschrift geben? Das ergibt nicht wirklich Sinn, weil Österreich überweist das Geld ja denn nicht nach Deutschland. Das heißt, grundsätzlich kannst du dir merken, ausländische Umsatzsteuer kannst du nicht in Deutschland in deiner normalen Umsatzsteuervoranmeldung
geltend machen und dir das Geld vom Finanzamt wiederholen. Es gibt eine Methode, die heißt Vorsteuervergütungsverfahren, wie du auch ausländische Umsatzsteuer im Ausland dir wiederholen kannst. Allerdings ist das natürlich Arbeit und deswegen lohnt sich das in der Regel nur für größere Summen. Und dann kommen wir zum allerwichtigsten Punkt. Du brauchst eine ordnungsgemäße Rechnung. Wenn du nicht eine ordnungsgemäße Rechnung bekommst, dann kannst du auch keine Vorsteuer geltend machen. Was eine ordnungsgemäße Rechnung ist, ist in § 14 Umsatzsteuergesetz geregelt. Schau da gerne nach. Schau aber auch gerne einfach das Video, was ich dir oben rechts verlinkt habe. Da bin ich nämlich mal genau darauf eingegangen, was eigentlich auf so einer Rechnung stehen muss. Und ich habe übrigens auch eine Checkliste erstellt, die verlinke ich dir mal unten in der Videobeschreibung. Das heißt, du kannst jede eingehende Rechnung mit dieser Checkliste einmal kontrollieren und wenn du bei allen Punkten Haken machen kannst, dann ist das eine ordnungsgemäße Rechnung und dann kannst du auch die ausgewiesene Umsatzsteuer als Vorsteuer geltend machen. Jetzt fragst du dich mit Sicherheit, Mist, ich bekomme relativ viele Rechnungen ohne Umsatzsteuer. Gerade so von Tools so aus dem Ausland, die kennen das deutsche Steuerrecht ja gar nicht, die erstellen keine ordnungsgemäße Rechnung. Ja, da habe ich eine schlechte Nachricht für dich. In solchen Fällen kannst du auch keine Vorsteuer geltend machen. Das heißt, egal was die als Steuer ausweisen, wenn das keine ordnungsgemäße Rechnung ist, dann kannst du das auch nicht geltend machen. Das bedeutet allerdings nicht, dass du diese Kosten gar nicht geltend machen kannst. Du kannst sie trotzdem noch quasi für deinen Gewinn berücksichtigen und die können nach wie vor deinen Gewinn mindern. Aber buch sie bitte immer ohne Umsatzsteuer. Ich hoffe, mit diesem Video konnte ich dir ein bisschen Klarheit in das ganze Thema Vorsteuerabzug geben. Wenn du dazu noch Fragen hast, dann schreib uns doch einen Kommentar unter diesem Video und ich versuche dir gerne weiterzuhelfen. Wenn du jetzt allerdings sagst, Buchhaltung und Kontrolle von Rechnungen ist ja super nervig und ich möchte nicht jede Rechnung einzeln angucken, um zu entscheiden, ob ich jetzt die Vorsteuer geltend machen kann oder nicht, dann habe ich auch eine gute Nachricht für dich. Wir machen das nämlich für dich, wenn du uns beauftragst. Wir sind spezialisierte Online-Steuerberater für Freiberufler und Selbstständige und übernehmen gerne deine gesamte Buchhaltung, was natürlich auch beinhaltet, dass wir all die Rechnungen, die du bekommst, kontrollieren und dann entsprechend richtig verbuchen. Alle Informationen zu unserem Angebot verlinke ich dir einfach einmal hier. Schau aber auch gerne erstmal weitere Videos auf unserem Kanal, zum Beispiel dieses hier oder dieses hier.